Ja gut, hi Leute, ich bin der Cookie, aber ihr könnt mich auch gerne Cookie nennen. Ich habe ein neues Let's Play für euch, und zwar, naja, Resident Evil 7. Das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist das Spiel zu starten und, hallöchen, das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist fortsetzen, Spiel laden, mehr Optionen verlassen und neues Spiel zu machen. Ich werde natürlich neues Spiel machen. Ich weiß noch nicht, warum er mir hier fortsetzen angibt. Aber okay. Folgendes. Ich habe ein wenig Angst. Die Grafik ist bombastisch. Ich habe es mir vorbestellt und sitze jetzt hier. Und ich bin mal gespannt, was mich hier erwarten wird. Resident Evil kenne ich persönlich nicht als, ich sag mal, also es ist schon gruselig. Ich erinnere mich jetzt so an Resident Evil 1, an Resident Evil 2, 3, naja, 4 war jetzt, boah, aber es war nicht das, was ich mir jetzt denke, was jetzt passieren wird. Denn ich habe noch den Teaser gespielt von Resident Evil 7 und das war schon eine ganz andere Güteklasse als das, was ich sonst von Resident Evil gewohnt bin. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte Resident Evil 5 und 6 nie gespielt. Ich habe mir die Trailer angeguckt und Gameplays davon und auch beim Kumpel. Aber es hat mich so nicht so wirklich überzeugt. Es wurde auch nicht mehr, ich sag mal, aus meinen Augen war es nicht mehr wirklich Resident Evil. Ich muss auch sagen, das, was ich jetzt bis jetzt weiß, vom Teaser her, alles andere habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe mir noch keine Trailer angeguckt, ich habe mir noch keine Berichte oder Screenshots oder Hintergrundinfos oder sowas. Alles, was ich jetzt über Resident Evil weiß, weiß ich vom Teaser. Und ich habe jetzt schon Angst. Das Einzige, was ich hier an Licht habe, weil es ist ja gruselig, ne? Boah, Alter, der Teppich. Auf jeden Fall, das Einzige, was ich an Licht habe, ist hinter mir ein ganz schwaches, orangenes Licht. Sonst ist es wirklich zu dunkel und dann sehe ich überhaupt gar nichts mehr. Außer das, was halt wirklich vom Monitor kommt. Ich weiß, es ist ein bisschen schissermäßig, aber, ne? Ich muss auch mal ein bisschen mein Herz schonen. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und, ja, ich freue mich jetzt schon. Ja gut, ich würde sagen, können wir vielleicht nochmal in die Optionen reingucken. Hallöchen. Können wir vielleicht nochmal in die Optionen reingucken? Ich würde da gern, Grafik, lassen wir einfach mal alles so. Steuerung, Anzeige. Ich glaube, ich habe schon alles irgendwie nur beim Zielen anzeigen. Fadenkreuz, ja, ist gut, ist gut, ist gut. Blut auf Bildschirm. Was ist das denn hier? Normal? Reduziert? Okay, dann lassen wir es normal. Ich dachte, da kann man jetzt noch Splatter, Hardcore, Blutzeug machen, aber leider nicht. Zum Glück natürlich, HDR-Modus. Ach nee, komm Leute, HDR muss jetzt echt, nein, ach Quatsch. Maximale Helligkeit, HDR. Maximale Helligkeit? Okay. Was haben wir denn hier noch? Verlassen muss jetzt nicht sein. Fortsetzen. Das aktuelle Spiel fortsetzen. Ich zögere das gerade ein bisschen hinaus. Das könnt ihr euch vielleicht denken. Ich habe auch leicht Angst, muss ich sagen. Mehr weitere Funktionen ansehen. Online-Store und Renet. Ja, Renet habe ich mir auch nochmal angeguckt. Da steht ja was von wegen, man könnte ja hier, stellen sie weltweit anerkannte Rekorde auf. Nur, das habe ich bei mir jetzt deaktiviert, denn, ach nee, komm Leute, das muss jetzt echt nicht sein. Ich bin auch nicht hier, um irgendwelche Rekorde aufzustellen, sondern einfach das Spiel zu genießen und euch daran teilzuhaben. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Ja gut, dann fangen wir jetzt einfach mal an und starten das wundervolle Spiel Resident Evil.
Naja, 7 oder 7. Es konnte keine ladbaren Spielstände gefunden. Achso. Oh, neues Spiel. Ich bin eine Pussy. Dementsprechend, ich nehme... Ah, warte mal. Für Spieler, die ein leichteres Spiel bevorzugen. Eine gute Balance zwischen Spannung und Erfolgserlebnissen. Naja, ich will schon Spannung, Spielspaß und was zu essen. Nee, das war irgendwie anders. Nee, für Spieler, die... Nee, ich leicht. Ist gut. Ich bin eine Pussy. Ich hab Angst. So. Hey, Baby. Hi. Ich wollte dir nur schnell Hallo und ich liebe dich sagen. Oh, klein geschrieben? Nicht. Ich komme bald nach Hause. Yay! Okay. Ich kann es gar nicht erwarten, mit diesem Babysitter-Job fertig zu sein. Und wieder zu Hause bei meinem geliebten Mann zu sein. Ich vermisse dich. Oh, ich muss zurück zur Arbeit. Ich liebe dich, Ethan. Ich vermisse dich so sehr. Ich schicke dir 1000 Küsse. Tschüss, Baby. Ach, das wollte ich euch noch gar nicht zeigen. Das ist meine Freundin, Mensch. Lass mein Laptop wieder zuklappen. Ethan. Du hattest recht. Ich hab dich angelogen. Das war falsch, aber... Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Such mich nicht. Okay, weil... Hallo? Hey, hier, ist Ethan. Oh, hey, alles in Ordnung? Du warst auf einmal verschwunden? Ja, nein, mir geht's gut. Mir geht's gut. Es ist Mia. Sie ist nicht tot. Sie lebt. Sie ist zurück. Sie wurde gefunden? Wie? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Tja, ich weiß nicht wie. Aber sie ist zurück. Wieder zurück. Vielleicht ist es ein Scherz. Sie will, dass ich komme und sie hole. Wo ist sie? Dalvi, Louisiana. Mann, es sind jetzt 3 Jahre. Ich weiß. Aber was, wenn sie es ist? Ich muss rausfinden, was passiert ist. Ja, die Grafik ist bombastisch. Ich habe jetzt schon Angst. Okay, wir befinden uns in einem Auto. Wir können so Auto fahren, ohne hinzugucken. Ah ne, wir halten zum Glück an. Sehr schön. Aha, Automatik. Bei der alten Schrottmühle hier. Ja, ist natürlich ein Klassiker, Entschuldigung. So. So, wir haben jetzt folgendes... Wie sollte es sein? Ja, spannend. Wir haben jetzt folgendes Problem. Was? Wie hast du das denn angestellt? Alter! Wir haben jetzt folgendes Problem. Und zwar, sie meinte ja auf dem Laptop, vielleicht hat er diese Nachricht noch gar nicht erhalten, weil kein Internet. Und, also sie hatte, wie auch immer. Aber sie meinte ja, ne, wenn sich die Nachricht erreicht, ne, dass sie, wir haben, was haben wir denn hier? Dass wir sie nicht holen sollen. Und jetzt sagt er, ja, sie hat mir gesagt, komm, ich holen. Ja, natürlich. So, von Mia Winters, gesendet am Dienstag, den 28. Juni 2017. Die Zukunft, um 23.04 Uhr, an Elan Winters. So, Bäckerfarm. Komm und hol mich. Ja, komm und hol mich, natürlich. Ja, ganz klar. Wieso sind meine Augen mit einer Heftklammer verdeckt und überhaupt und... Ja, gut. Okay, folgendes. Sie will... Also, die Grafik. Scheiße. Oh, ich hab jetzt schon... Boah. Ich hasse Fliegen. Wieso sind hier Fliegen? Gott! Diese ganzen Geräusche, verdammt. Da sollte ich mal meinen Kopfhörer ein bisschen lauter machen. Oh, Spielhinweise. Ah, nee, ein bisschen leiser. Okay. Legende anzeigen. Aha.
Aktuelle Position F. Ach, ich kann die auch verschieben. Ah. Okay, das macht Sinn. Okay, wenn ich jetzt hier runter scrolle und dann... Ah, okay, okay. WASD. Ah, da kann ich die auch bewegen. Nicht nur mit der Maus. Okay. Und rechte Maustaste schließen. Gut. Okay, ich spiele übrigens mit der Tastatur und Maus. Das ist einem vielleicht schon aufgefallen. Was ist denn das? Soll das Wind darstellen? Oh, ich höre mal irgendwelche Fußspuren, die eigentlich nicht von mir kommen können. Übrigens, ich will hier eigentlich eher gesagt auch nicht rein. Gut, dass es abgeschlossen ist. Denn ich kenne das Cover von diesem super tollen Spiel. Und naja, da steht ja so eine nette Dame auf dem Hof in Schwarz. Also als schwarze Silhouette. Also hört mal auf, hier rumzurauschen. Rascheln, Dings. So, ich werde jetzt hier einfach mal nach unten laufen. Weil es gibt ja keine andere Möglichkeit. Shift laufen. Nee, ehrlich gesagt will ich gerade nicht laufen. Okay. Leute, ich habe jetzt schon Angst. Diese Plane. Und ein Stativ. Ist das ihre Karre oder was? Ah, boah, ich hab mich gerade voll erschreckt. Ach, hier können die springen, oder wie sieht das aus? Ah, wir können nicht springen. So wie das aussieht. Ja, Scrollrad bringt nichts. Linke Maustaste. Nimm ihre Gabe an. Accept ihr Gift, ja, nimm ihre Gabe an. Oder nimm ihr Geschenk. Oder akzeptier ihr Geschenk. Das Stativ hat mich gerade erschreckt. Och Leute, ich will da nicht. Ja, nimm ihre Gabe an, ist ja gut jetzt. Oh, fuck you, ey. Ich will nicht. Aber ich stelle mich jetzt schon so an, ne? Obwohl es noch hell ist. Gott! Ich kenne diesen Idioten vom Teaser, ja. Fuck, ey. Ne? Wo ist denn der hingelaufen? Warte, habe ich keine Taschenlampe, Junge? Gott! Ja, Krähen sind auch immer super. Oder Raben. Krähen, Krähen und Raben, Raben. Nee. Oh, beruhigend. Boah, fuck. Okay, ich hätte eigentlich mit rechnen müssen. Ich bin gerade ein bisschen zusammengezuckt. Okay, das ist eine alte Kuh. Das sind alles nur Kühe hier. Und riesige Kreissägeblätter. Oh Mann. Warum tue ich mir das eigentlich an?
Ja, fass es noch an. Oh, ist da. Oh, ist der ekelhaft. Wie war das? V, ne? Ja. Okay. Da ist zu. Oh, ich freue mich jetzt schon. Und das ist gerade mal der Anfangspart, ne? Das heißt, ich weiß auch nicht, wie lange dieses Spiel geht. Ist wahrscheinlich ja, so ein Durchschnittsspiel halt. Normale Länge. Und da vorne ist irgendwas. Und hier sind Raben tot. Ein Lagerfeuer, eine kleine Hütte. Vorne ist ein Wasserturm. Also da hinten. Und hier komme ich dann höchstwahrscheinlich nicht zurück, wenn ich jetzt hier runterspringe. Mann, ich habe die ganze Zeit Angst, dass hier irgendwas Großes kommt. Ich bleib mal kurz stehen, ich muss mal kurz was trinken. Lecker Kaffee, noch warm, naja, vielleicht kalt. Leicht kalt. So, und jetzt komme ich höchstwahrscheinlich nicht zurück. Okay, ihre Tasche. So wie das aussieht. Führerschein. Hier, das war's. Wow. Aber dann wissen wir wenigstens, dass die Leute hier alle möglichen Handtaschen und Schuhe, Klamotten und alles verbrennen. Weil hier ist einiges drin. Handtasche gerade frisch reingelegt. Da ist noch eine Handtasche, so wie das aussieht. Oder ein Koffer, nee, ein Buch. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall einiges an Schuhen, Klamotten, irgendwelche Säcke. Ach du Scheiße. Ist das nicht... Ach du Scheiße, ist das nicht die Farm hier? Vom Teaser? Oder das Haus vom Teaser? Ja, das ist es. Ach du Kacke. Oh Leute. Boah, er muss sich extrem an die Dunkelheit gewöhnen. Ja, natürlich. Jetzt hast du eine Taschenlampe, du Spast, ne? Okay, hier liegen noch keine Kadaver rum. Da, die Szene kennen wir ja noch, ne? Vom Teaser und so. Ich wiederhole mich ja gerne. Ach, Leute. Ein wunderschönes Bild übrigens. Oh, ich sollte das nicht spielen. Ich habe wirklich Schiss, ganz ehrlich. Und er hat da oben gerade irgendwas, oben links hat er da irgendwas gemacht. Spielstand ist wahrscheinlich gespeichert. Muss ich übelst an die Dunkelheit gewöhnen. Ja, das macht keinen Sinn. Da. Ah. Oh, Mist! Mist! Ich kann mich ja im Prinzip noch nicht wehren, ne?
Ja, der leckere Rabe. Fleisch liegt auch noch nicht drinne. Ja, mach mal zu, die alte Kiste. Auch die Mikrowelle am besten. Falls ich rennen muss oder so eine Scheiße. Ja, ich weiß, da liegt eine Zeitung. In 2 Jahren mehr als 20 vermisste Personen. Ach du Kacke. In 2 Jahren 20 vermisste? Ach du Kacke. Das heißt, sie haben sich innerhalb von ungefähr einem Jahr, statistisch gesehen, 10 Leute geschnappt. Was ist das denn? Ist das ein Pilzbefall? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Das ist wie der Teaser. Ich habe kein Videoband. Ach du Kacke. Sind wohl die Eigentümer. Schön. Aha. Oh Gott. Ehrlich gesagt, will ich hier gar nicht runter. Um ehrlich zu sein. Ich will eigentlich nirgendwo lang. Komm, sei zu, bitte. Okay. Oben gibst du es wahrscheinlich auch nichts. Ich brauche gerade mal eine grüne Pflanze. Hat mal irgendjemand eine grüne Pflanze für mich? Ja, natürlich. Verdammt. Halt doch die Fresse, Mann. Du Spacko. Ich will eine Pumpgun. Verdammte Kacke.
mit Schiff konnte man rennen, ne? Ja. Ja, geil. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Ja, Spiele sollen ja angeblich langsam... Alter! Langsam anfangen, das ging jetzt aber. Langsam anfangen. Damit das Herz nicht sofort stehen bleibt, sondern erst nachdem man es wirklich... Ich sag mal... Oh, fuck! Alter! Oh, wir kommen bei Crysis 2. Ja. Wie haben die Vermisstenanzeigen, gesammelt oder was? Ach du Kacke. Ich quietsche hier rum. Ich will eine Pumpgun. Eine Bazooka. Irgendwas Starkes. Ah, hier sind jetzt die Zellen. Fick dich! Mia? Was gibt's, Alter? Ben. Dead. Harold. Ich kann das gar nicht lesen. Turned, glaube ich. Dann Sean. Könnte auch wieder Dead heißen. Turned, Dead 2. Ich kann's nicht genau lesen, Leute. Tut mir leid. Bolzenschneider! Na, Hauptsache ein paar Kulis hier rumstehen haben. Natürlich. In einem gut sortierten Haushalt hat man auch mal Kulis. Das, selbstgebaute Gummizellen oder was?